Ja, in dem heutigen Video geht es um einen Spargel, Spargel-Quick-Tipp. Wir sind da im Privatgarten von uns. Man sieht, Spargel wächst auch zu Hause. Viele glauben ja immer, dass der Spargel eine so komplizierte Kultur ist. Wenn man einen Grünspargel haben will, geht das eigentlich ganz einfach. Man kauft sie im Frühling Rhizome. Die gibt es in guten Fachgeschäften und guten Gärtnereien kann man die zum Kaufen. Setzt sie dann einfach in einen Reihenabstand von ca. 50 cm im Garten. Also das sollte eine gute Humussäure sein. Sitzt ca. 30 cm tief ein, also das geht ganz leicht. Man sieht jetzt da, das ist ein Spargel, der ist schon 3 Jahre drinnen. Also die Kultur bis zur Ernte dauert ungefähr 3 Jahre. Ernten kann man den Spargel eigentlich von März bis Juni. Also jetzt ist dann ziemlich vorbei. Ab Juni sollte man den Spargel wachsen lassen, dass er nächstes Jahr wieder stärker und größer wird. Das sind noch jüngere Spargel, das sieht man da hinten, die haben wir schon wachsen lassen. Die werden dann schon grün. Das ist ein Asparagus quasi. Man kann es auch Schnittgrün hernehmen. Da vorne haben wir jetzt den ganzen Frühling super geerntet. Das sind jetzt die letzten Knospen, die was man noch ernten kann. Man kann die dann einfach so rausbrechen und hat somit einen herrlichen Grünspargel, den was man von März bis Juni ernten kann. Roh, Suppen, gekocht mit Kartoffeln, wie man will. Schmeckt herrlich, funktioniert super und eigentlich eine ganz einfache Kultur, was man jeden Gartenfreund super empfehlen kann. Super.